Hi Leute, ich bin Dennis von Green Red Plaid Jiu-Jitsu und willkommen zum nächsten Technikvideo. Heute machen wir aus der Della Riva einen Sweep und ziehen daraus gleich einen Berimbolo und holen uns einen Backtank. Vielleicht machen wir noch einen Choke. Mal gucken. Ja? Alles klar. Okay, wir starten jetzt hier aus der Reverse Della Riva. Ihr kriegt von mir nochmal so einen kleinen Drill. Das heißt, wir wechseln immer zwischen Della Riva und Reverse Della Riva jetzt. Ja? Heißt also, von da aus schwinge ich mit dem Bein in die Richtung und bewege mich hier rüber. Wichtig ist dabei, dass ich so einen krummen Rücken mache, damit man nicht so komplett auf dem Boden aufliegt. Da bin ich nicht mobil, das funktioniert nicht. Ja? Aber von hier ist es besser. Wir schwingen, ich gehe komplett schön weit rüber. Wir schwingen, bewege mich wieder hier in die Position. Und schwingen. Ja, so ein Grundding, was ihr braucht, damit ihr später Della Riva spielen könnt. So, jetzt hier rüber. Mein Fuß geht sehr weit hoch zur Leiste. Wenn ich mein Bein jetzt durchstrecke, knickt er hier ein bisschen ein und dreht sich. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt gleich an seinen Gürtel komme. Mit der linken Hand bleibe ich natürlich an der Hose. Jetzt lasse ich los. Ich greife hoch. Ich habe hier Kontakt. Und ich kicke jetzt einfach nach hinten. Von da aus invertiere ich jetzt. Das heißt, ich bringe meinen Fuß hier rüber und ich drehe mich ein. Ich bin jetzt hier. Von da aus greife ich jetzt mit der linken Hand zur anderen Hose. Drehe weiter und bin hier in der Position. Von hier aus kontrolliere ich es am Bein. Und ich spanne jetzt auf, indem ich jetzt mit meiner rechten Hand zum Kragen gehe und aufziehe. Ja? Das hat den Vorteil, dass ich Kontrolle habe. Und jetzt bringe ich meinen Fuß rein und kann rangehen. Von da aus können wir natürlich gleich einen ganz klassischen Cross-Choke ziehen. Wir sind hier, ich bringe meinen Ellenbogen tief rein, das ist wichtig. Bin hier und das Ding ist da. Ja. Nicht von hier ziehen, das ist schwierig. Hier wartet auch ein Wristlock, ist auch gefährlich. Ja, deswegen bringe ich meinen Ellenbogen schön hier hin. Kann auch hier ein bisschen Druck machen und von da aus, oh, es ist da, oh ja, da ist es. Ja? Von da aus greife ich an seine Hose, schnapp mir seinen Arm, kontrolliere seine Hüfte. Wenn ich Reverse Della Riva spiele, kontrolliere ich sein Knie und jetzt drücke ich die Hüfte und ziehe das Knie nach vorne. Dadurch kommt er so eine Art Squat-Position. Von da aus schwimmen wir jetzt wieder rüber. Sind hier. Jetzt kann ich hier loslassen, greife zum Gürtel, jetzt kicke ich nach hinten. Von da aus invertiere ich. Mache hier den Berimbolo. Greife um, ziehe, bin hier. Ich kontrolliere hier weiter. Ich gehe jetzt an den Kragen und spanne ihn auf. Das ist wichtig. Und jetzt hole ich mir den Backtail und kann auch wieder, wie gesagt, direkt in einen Cross-Choke gehen. Jawohl. Haben hier die Position, sind eng dran. Ich ziehe den Arm durch. Da ist es. Da ist es. Ja? Okay, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Vielleicht ist das ein oder andere Detail dabei, was ihr gebrauchen könnt. Wir haben auch unseren Podcast, Green Red Plaid Podcast. Den findet ihr auch auf YouTube, iTunes, Spotify und auch bei ein paar anderen Dingern. Ja, einfach in der Beschreibung schauen und vielleicht ein Like da lassen, abonnieren, wäre super, wenn ihr es unterstützen wollt. Okay, bis zum nächsten Mal. Wuss!